Hallöchen, liebe Freunde, hier ist mal wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Whoopala, das habt ihr jetzt gerade nicht, glaube ich, nicht gesehen. Gerade Fenster geschlossen, das mal wieder einrichten. Ja, was hat sich zum letzten Mal geändert? Nix. Nö. Alles gleich. Ich glaube, ich immer noch das hier mal wieder reinmachen soll, weil es eigentlich irgendwie ganz lustig ist. Aber ich benutze den leider echt selten. Wobei in der Arena vorhin im 5er hatte ich es benutzt. War eigentlich ganz nett. Irgendwie, trotz dessen, dass er eigentlich scheiß schwach ist mit Brock. Aber gut, nö, da hat sich auch nichts geändert. Nö, Glyphen hatte ich ja eben. Ach, Entschuldigung. Bisschen müde. Ja, ich bin das nicht mehr gewohnt, um die Uhrzeit auf zu sein. Normalerweise bin ich um die Uhrzeit schon im Bett. Ach, so extrem lang kann ich ja nicht mehr machen, wenn man morgens früher raus muss als sonst. Aber gut, das ist halt so, ne? Tja, habe ich sonst irgendwas geändert? Nö. Ich nicht. Nö. Items. Moxet ist sogar mal gleich. Nö, das ist alles. Nö. Nö, hat sich nichts. Alles gleich geblieben. Ach, es gibt ja manche so Vollspaden. Hat heimgefahren. Verkehrsberuhigter Bereich. Das heißt, darfst du Schritttempo fahren, ne? Die sogenannte Spielstraße. Fahr dann, fahr, ne? Tucker da vor mich hin. Ne? Ich halte mich hier an die Regeln. Oh, da kommt von hinten, es war dunkel. Kommt ein Rollerfahrer. Ja, so dachte ich mir, okay, gut. Dadurch, dass leider links und rechts Autos parken, wo sie nicht parken dürfen, ist es eng. Versucht natürlich trotzdem vorbei sich zu schlenkern mit überhöhter Geschwindigkeit. Ich fahre dann bewusst so, dass er nicht vorbei kann. Unabhängig davon, ich konnte nicht groß anders fahren. Er will mich die ganze Zeit überholen. Das war unglaublich. Und dann musste ich halt abbiegen, damit ich halt nach Hause komme. Der wollte vorher vorbeiziehen. Das ist unglaublich, was für Vollspaten unterwegs sind. Oder da die Leute, die einfach über eine Kreuzung drüber fahren. Wo man nicht von weitem irgendwie gucken kann. Also wenn man mitten in einer Ortschaft unterwegs ist, wo halt an der Kreuzung halt Häuser sind, wo man nicht durchgucken kann, die fahren dann einfach. Ich denke mir da jedes Mal, sag mal, haben diese noch alle? Oh, was ist denn das für eine? So wie der da, der hat's auch nicht mal alle. Der kriegt jetzt voll ins Gesicht. Und dann weint er gleich. Geht zu Mami oder ins Forum? Jetzt bist du zu spät. Ist ein Heal. Oh, fuck, jetzt habe ich mir die Bubble gegeben. Das ist wieder scheiße. Dafür stirbt der. Ist geil, wie ich keinen Schaden mache. Scheiße, wie geil. Ah, du kriegst aber einen Heal, du auch. Das war ja geil, wie er keinen Schaden gemacht hat. Entschuldigung, das war ja echt geil. Also ich meine, gut, wenn mich einer geheilt hat, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber es sah so putzig aus. Der stochert ja an mir rum, so als wäre... Ich habe, glaube ich, Ruhe bekommen, muss ja, also ich habe ihn ja nicht gegengeheilt. Auch uns dann, weil du danach gefragt hast. Hex Kick in La. Oh fuck, jetzt muss ich weg. Ja, natürlich, du kannst das nochmal. Jetzt stirbst du. First Blood. Wollen wir den irgendwie hochkriegen? Krieger Stun. Mini Bubble. Ist das ein Prot Worry? Ich glaube ja. Ach, ein Wahnsinniger. Dann töten wir den da. Jetzt darf ich wieder als Heiler montiert, fungieren. Oh, das war gestern in Ashran geil. Die ganze Zeit vor, zurück, die Leute geheilt, Schaden gemacht, geheilt, Schaden gemacht. Das ist geil, das macht richtig Spaß. Und so stelle ich mir das eigentlich auch als Red vor. Aber so funktioniert es leider nicht. Wenn es hier so weitergeht, verlieren wir das, glaube ich. Weil wir, glaube ich, die Flagge nicht holen. Liefere ich zum Heilen drin? Ne, habe ich nicht. Ah, da ist der Fäkaldruide.
da habe ich doch. Ist dann. Rampage. Und den auch noch. Na, der Arsch ist ausgewichen. Na, oh, das überlebt er. Ist aber nicht mehr. Oh, Empowered Seals, wenn man so schnell die heilige Macht generiert, ist extrem geil. Übrigens zum Thema Tempo hier, ne? 53,57. Geil, oder? Ja, es ist extrem cool. Drecksau. Mehr. Was hab ich denn jetzt geheilt, Ja, klar. Ja, ich heile aktiv währenddessen. Muss man auch dazu sagen, nicht einfach nur so, wie jetzt, wenn alle raus sind, aus dem Kampf, sondern auch aktiv. Arschleck, mein Freund. Danke an die Helfer. Na, das wird nichts, du bist alleine gegen so viele Leute. Wall an. Die Freeze, das war klar. Ich wusste schon, warum ich die Wall anmache. Aber Eis gerade nochmal hochgezogen. Das ist der scheiß Hexer. Drecksau. Kick in line. Ist dann mal. Ah, scheiße, ist immun. Können wir das irgendwie hochziehen? Yes, we can. Freedom. Sollen wir mal heilen? Oh, hier ist Rambazamba geheilt. Rampage. Hat. Das war sehr wichtig gerade. Schade, das konnte ich nicht durchziehen, aber egal. Und wir führen 1-0, da kommt die nächste Flag. Wo ist er? Komm her. So. War das meiner? Nein, war es nicht. Ja, das ist ein bisschen Gefahr, Gezerge. Aber gut, muss auch mal sein. Dafür heile ich entsprechend. Oh, den krieg ich nicht hoch. Du Drecksack. Deswegen. Krasse. Die haben so einen Priester. Warum hat der rumgammelt? Gut, okay, wenn der jetzt hier richtig am Heilen wäre, dann sähe das wahrscheinlich auch anders aus. Muss man fairerweise zusagen. Hexer hier. Das Damage. Der kann doch durchziehen hier. 22 Kills. Nee, mein Freund. Lass ich mal durch. Trottel.
Okay, der wird schon geheilt. Aber doch weg. Rampage. Na, lass schon mal angreifen. Drecksau. Spawnt sich der Feigling ständig hoch. Das ist ein Gott. Das ist ein Bär, ich glaub's nicht. Hast du wohl verlaufen, mein Freund, hä? Ja, hast du verklickt bei der Erstellung oder was? Oh Gott, wie erbärmlich. Ja Leute, wenn ihr schon dem Hexer fahren lasst, hat er selber schuld. Der Hexer und die machen das clever. Aber der Hexer ist jetzt nämlich wieder da. Portet sich dann wieder hoch. Du machst gar nichts, mein Freund. Ah, scheiße, hab ich die Wall gezündet. Oh, wie knapp, gerade noch den. Gerade noch den hochgekriegt. Zum Mama. Wahrscheinlich baut es sich eh gleich weg. Sag ich doch. Weg ist es, ich bin nicht bescheuert. Hab ich mich verleiten lassen. Ja, komm. Bin gleich vorbei. Oh, mal 3-0, dann ist gut für heute. Ah, ich hab ganze Statistik versaut. Naja, was soll's. Was passiert davon, wenn man gierig ist? Das ist eigentlich total bescheuert im Nachhinein. Klar, warum bleibe ich denn da? Der hat einen Heiler noch hinten dran. Der Feigling mal den Gegner ab. Go, Ori, go! Hey, jetzt ist es zu spät, Leute. Also, für die Allies. Nö, da habe ich genug, die werden eh nicht gekauft. Nicht mehr. Und wenn alle Schaltier machen, das bringt mir nichts. Ja, gut, das. Oh, 29. Ja, Hexe von denen hier, es hat Damage gemacht. Klar, Chaos Ball tut halt richtig weh, aber da kam sonst nichts. Aber hier, knapp 7 Millionen Damage und knapp 5,7 Millionen geheilt. Hab ich mehr als unser Priester? Ich hab mehr als der Priester. Na gut, er musste nur bedingt was machen. Priester halt normalerweise Minimum dreifacher dann von mir, wenn er ordentlich heilen muss und ordentlich heilen kann. Ja. Sonst zu sagen? Nö, war wirklich ordentlich, hat Spaß gemacht. Aber ihr seht ja dieses Gameplay, das ist das, was mir persönlich gefällt. Und so hätte ich es eigentlich gern generell als Retri. Na, dass man halt mal vor, zurück, man kann den Leuten den Arsch retten und so weiter. Im BG funktioniert das. In Ashran funktioniert das auch, ne? Also überall, wo man zerrt, da funktioniert das, kann man das eigentlich ganz gut spielen. Nur in der Arena, gut, Zweier sowieso nicht, Dreier geht das eigentlich auch nicht wirklich. Im Fünfer geht es schon wieder anders, aber das ist ja dann ein anderes Gezerge einfach. Das ist ein kleines Gezerge, da funktioniert das auch nur bedingt. Generell würde ich mir ja für den Retri eigentlich wirklich so eine Spielweise in der Hinsicht wünschen, dass ich halt einen guten, konstanten Schaden habe oder einen sehr guten von mir ist, dafür kaum Burst. Ich habe gescheite Heals und so weiter. Beziehungsweise ich falle nicht einfach gleich um, ne? Was eher der Fall ist. Ja, und das wäre so eine gewisse Idealvorstellung dann von mir. Aber das wird eh schwierig umzusetzen. Warum ist die Map weg? Gut, wie dem auch sei, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!